Ja, Daten, die Studierende produzieren, ergeben sich zwangsläufig aus der Nutzung von LMS-Systemen. Also jedes gängige LMS-System sammelt sozusagen Daten zwangsläufig. Das ist jetzt die Frage, was man mit diesen Daten macht. Also das heißt, sinnvoll ist es zum Beispiel Daten, die im Zusammenhang mit Wissensgewinn, Lernfortschritt stehen, zu sammeln, auszuwerten und diese sozusagen einfließen zu lassen in ein wie auch immer geartetes Feedback-System. Das gängigste, was man also kennt dazu, sind tatsächlich Learning Analytics und Recommender-Systeme, die sich im angloamerikanischen Raum schon großflächig durchgesetzt haben, bei uns noch ein bisschen in einer Experimentierphase sind, weil wir eben diese ethische Bedenken im Umgang mit Datenauswertung haben. In erster Linie bieten KI-Tools den Vorteil, dass sie sozusagen einen katalytischen Effekt bewirken innerhalb der Lehre. Also wir kennen ja das klassische Setup der Lehre in Form von Vorlesungen, also Frontalunterricht. Das ist natürlich als pädagogisches System so ein bisschen aus der Zeit gefallen und wir haben in der Hochschuldidaktik tatsächlich auch mittlerweile Konzepte wie den Shift von Teaching to Learning und die Konzepte von Constructive Alignment. Also das heißt, es wird darauf geachtet, dass man das Lernen direkt mit integriert in den Lehrprozess und tatsächlich auch kompetenzorientiert lehrt und prüft. Diese KI-Tools können jetzt dann natürlich auch Literacy-Formen, AI-Literacy-Formen, diese Kompetenzen natürlich unterstützen, das Erlernen von neuen Technologien und Umgang mit Tools selber wird auch eine Kompetenz werden zunehmend. Nein, ich glaube nicht, dass ChatGPT eine Krise auslösen wird. Das hat der Taschenrechner nicht, das hat die Wikipedia nicht und der Abakus in der Antike auch nicht. Das heißt, das ist so, glaube ich, ein bisschen was Deutsches oder sehr, sehr deutsch, dass bei der Einführung von neuen Technologien erstmal Wörter benutzt werden, die so im Bereich der, wie soll man sagen, der Apokalyptik sind. Das ist natürlich nicht notwendig. Also ich meine, man braucht tatsächlich einen ernsthaften Diskurs und eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Techniken, weil wir im Moment auch noch nicht vollständig abschätzen können, bis zu welchem Umfang sie sich auswirken werden. Aber das, was wir sehen können bereits jetzt, ist, dass es weder disruptiv ist, sondern eher, wie ich das schon erwähnt hatte, eher einen katalytischen Effekt auslöst. Durch Spielen tatsächlich. Man kann Fitness, KI, Literacy erwerben, indem man tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert und sich mit der Technik beschäftigt. Es geht darum, die Grenzen kennenzulernen und auszutesten und zu versuchen, innerhalb dieser Grenzen sozusagen den Kompetenzerwerb zu ermöglichen und zu fördern. Beim klassischen Sprachmodell, wie wir das jetzt kennen, ist es natürlich, liegt es auf der Hand. Das heißt, es geht darum, um AI-Literacy, also sozusagen das Textverständnis zu schärfen und den Text auch inhaltlich überprüfen zu können auf seine Korrektheit. Man hat natürlich in der Hochschullehre auch andere KI-Tools, die sich so ein bisschen verstecken, also im Schatten von GPT. Sich verstecken. Das sind die Research Assistant Tools, die mittlerweile sehr, sehr, sehr mächtig sind. Und da ist die Literacy oder die Kompetenz, die man erwerben sollte, ein bisschen anders. Aber es läuft das Gleiche hinaus. Es geht um den kritischen Umgang und die Kompetenz, den Output dieser Tools, die Ergebnisse, die sie liefern, bewerten zu können, einschätzen zu können und damit arbeiten zu können, also auch in der Lage zu sein, sozusagen Fehler, die sich in diesen Systemen verbergen können, zu erkennen und auszumerzen. Ja, die Frage, wie Hochschule plus KI in der Zukunft aussehen wird, ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten, weil natürlich es mehrere Faktoren sind, die da am Werke sind. Das ist zum einen mal der hochschulpolitische Wille,
plus juristischer Einschätzung. Und auf der anderen Hand natürlich der didaktische Ansatz beim Einsatz. Also das heißt, man wird es wahrscheinlich eher so, ich nenne das jetzt mal ganzheitlich betrachten müssen, also zumindest auf Mikro- und Makroebene in universitären Gebilden. Aber im Idealfall stelle ich mir das Ganze als Ermöglichungskultur vor, also zu schauen, dass man innerhalb der Grenzen der ethischen Verantwortung von Seiten der Hochschulleitung aus den Zug gefördert, also weil diese Kompetenzen müssen gefördert werden, sonst isolieren sich Universitäten auch oder laufen am Rande mit. Und zum anderen sollte man in der Lehre tatsächlich das Ganze auch integrieren. Und es ist gut integrierbar. Es wird ein paar Stellschrauben verändern tatsächlich, also im Bereich des Prüfens und des Lehrens. Aber wir werden nicht an der Verwendung von KI-Tools aus hochschuldidaktischer Sicht vorbeikommen. Das ist die Zukunft. In welchem Ausmaß ist wahrscheinlich im Einzelfall unterschiedlich, aber es wird kommen. Ich war vor 2 Jahren als digitaler Teilnehmer und war damals schon unglaublich begeistert von der Qualität und vom Umfang des Festivals. Und jetzt hier nochmal in Präsenz zu sein, toppt einfach dieses Erlebnis nochmal gewaltig. Also das ist vielen herzlichen Dank, das ist grandios organisiert, es macht unglaublich Spaß und es ist unglaublich inspirierend. Also, gestern auf der Party zum Beispiel haben sich Leute gefunden, die sich normalerweise so nicht finden würden. Und das endete in einer sehr langen Diskussion über Ethik, Moral, Philosophie, Ludwig Wittgenstein und Hegel in Verbindung mit KI. War auch mal ein Erlebnis. Also danke.